Nur der 8. Kapitel, der wird uns noch um viel Dollar ableben. Der saß dann 7. Kapitel, der uns so ja durch die Hand wiese, dass wir als Mensch vor Gott einfach nicht in wahrer nicht sind. Ich sage einmal so zu sagen, die 2 Kapitel, besonders der 7. Kapitel, der nimmt uns zwischen den Rübel und der lässt mal nichts über von uns. Wie möchte ich einmal vor Gott, die hat keine Chance. Wir können so als normales wie sind, niemals Gott sein. Und das sagt die Bibel uns auch. Wir können nicht. Wir brauchen diesen Jesus einmal anzunehmen, um dort wie wir können mit Gott in der Ewigkeit sein. Und du, der Paulus dann uns wieder in dem 8. Kapitel, der Jesus selbst uns durch seine Mut machen an, dass diese Angst durch uns bitte ist, wann wir diesen Radar angenommen haben, das Jesus. Und ich will nur dort, dem 8. Kapitel lesen, wo dann sagt, dass wir nur lebendig gemerkt sind durch diesen Jesus. Und dort sagt uns, wir sind vom Tod gekommen, wie wir dort, aber lebendig gemerkt durch diesen Jesus. Ich will Kapitel 8 lesen, die erste 17 Vers. So ist nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Jesus Christus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil er schwach war durch das Fleisch, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, auf dass die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt wurde, die wir nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, sinnen auf das, was das Fleisches ist. Die aber geistlich sind, sinnen auf das, was das Geistes ist. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, weil sie dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn sie vermag das auch nicht. Die aber im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn anders Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch den Geist, der in euch wohnt. So sind wir, Brüder, Schuldner nicht dem Fleisch, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Geschäfte des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, durch welchen wir rufen, Aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir anders mitleiden, auf dass wir auch mitverherrlicht werden. Und wie ich hier lese, in dem 7. Kapitel, der letzte, irgendwie 2 Vers, du siehst Paulus, ich elender Mensch. Wer will mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Wer kann mich noch raten? Ich möchte einmal, wie als Mensch dann vor Gott nicht und war nicht. Wir haben alles verloren, durch unseren Sinn von Adam und Eva, wie mit der eure Hand. Und dann sage ich am letzten Vers, ich danke Gott durch Jesus Christus. Durch Jesus, als diese Verbindung zu dem himmlischen Vater war er up. Und wir hatten dort in der Ferienklasse, wurde gedient von Buben eine Uni aufgerichtet, dort, bis Jesus starb. Und dort ist ein Bild dafür. Gott hat den Weg aufgemerkt nach uns. Nicht wie, nur arm. Wir können uns dort nicht verdeunen. Der Rating ist von Gott nur uns. Nicht von Uni in der Buben, der eine gedient aufgerichtet ist, wie von der wurde. Weil von der wurde für uns anmählich sein, vom Stock anfangen, wird aufgerichtet, dann rauf. Aber an Gott seine Ehe nicht. Dort ist ein Tätchen dafür. Gott kommt nach uns. Er war Mensch für uns. Und durch Jesus Christus habe ich diesen Zugang zu Gott.
Nu sagt Paulus wieder zu uns, Gott sagt zu uns, nu erst verdäumt, wenn du in Christus sind, keine Verdammnis mehr. Weil die, das darf mich Sünde dort befreien, dort mitzudeilen, wenn die in Jesus Christus sind, die haben keine Verklärung mehr bei Gott. Sind jaftet nicht. Das sagt die Bibel uns. Du erst nichts, wenn du uns bei Gott umklären kannst. Der kann uns vielleicht prüfen zu hindern im Leben, dass wir nicht Frucht bringen für ihn. Aber das Verurteiler, was uns zu einem ewigen Tod verurteilen wird, dem jaftet nicht mehr. Sondern wir sind nie gemerkt in Jesus Christus. Wir sind losgekauft, sagt er. Und du wirst des Tages uns noch deuper und deuper nennen führen. Auch wenn uns der Sinn noch manchmal unpackt. Aber wir wollten, der euer Gottes, der Zorn zum Gereich, ist nicht mehr über uns. Wie sind freie Sprache von dort. Und dort sagt uns überwahre nicht, dort wie eine Sünde däre. Sondern dort sagt uns in Johannes 1, saß hier in 17, sagt er, in Arm ist der ganze Fülle, in wie däre nehme. Gnade um Gnade, sagt er. Bloß die Gnade Gottes steht uns auf. Wie weiter, wie merke Fehler. Wie weiter, wie sind arisch. Und wie brücke auch Buße zu tun im Leben, dort zu bezahlen zu Jesus. Aber der Zorn Gottes ist nicht mehr über uns, wann wir diesen Jesus ungenommen haben mit einem Leben. Sondern dann sagt er, dann schabt ihr bloß noch Genut in Genut. Sehnungen Gottes sind über uns. Und dort machen wir uns einmal so reich, nennt reiche Leute in unserem Verstand. Ich sage immer, wenn wir wieder so ein Sponge, ein Schwumm, dass diese wieder uns würde so nennen, lutsche sich. Denkt mal immer nur, in Jesus Christus. Die haftet nicht mehr einen Fluch. Gnade um Gnade. Und dann wollen wir dem 28. Farschab einmal aufverstehen, wo wir Lothar waren hinkommen. Noch einmal so ein klares Bild. Durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha, durch das Annehmen von einem haften mir freie Merk von dem Gesatz, was mir in den Sinn hält. Als sie Röte kommen mit meiner Gefangenschaft, als sie freie Merk, durch Jesus Christus lebe ich nur im Gesatz des Geistes, aber nicht im Gesatz des Mords. Du hast einen Unterscheid. Wenn ich nicht mit Jesus lebe, dann hast du something, was mir rein immer zwingen wird. Ich mord. Und wenn ich in Jesus sehe, dann ist das nicht mehr. Sondern dann habe ich den Geist in mir, der sagt, du lebst. Du mordst nicht, du lebst. Und du hast einen deuter Unterscheid, wenn wir das gefordert haben im Leben. Ich lebe im Gesatz Jesu Christi, aber ich lebe. Du hast nicht im Gesatz des Todes in dem Mats. Du hast einen ganzen Unterscheid. Vers 3 in Feier sagt, wo das Gesatz anmählich wird, wie es das schwach wird, da wird fleischlich. Dort kommt Jesus zu erfüllen. Und hier möchte ich mir immer klar, dass das Gesatz rat nicht. Wie brückt er einen Rader an seinem Herrn Jesus, wenn er kommen wird für uns, um uns diese Radin zu bringen. Dort wird ihm der Satz allmählich wir. Die Israeliten können dort nicht hören. Wir können dort nicht hören. Und das wird uns auch nicht raten. Das wird uns den Sinn offenbaren. Du kommst Jesus nennen und der den Satz vollkommen merken. Diese Radin kriegen. Und du wirst, sagt Jesus, uns auch, ich sie nicht kommen, dort den Satz zu sie zu stahlen oder dort den Satz in den Stich zu gehen, sondern ich sie kommen, dort den Satz zu erfüllen. Und dort wird der Radin, wenn wir keine Hand in Arm. Dann möchten wir hier auch, wenn das so ist, dass es in kein anderem der Radin geben wird, als bloß durch Jesus Christus. Apostelgeschichte 4,12. Er sagt, du hast uns kein anderer Name unter den Himmel gegeben worden, wo irgendwie Menschen selber säulich waren. Bloß ein Name, Jesus Christus. Und dort kommt hier klar raus, dass Jesus kam, in das Gesetz zu erfüllen. Vers 5 und saß. Die da fleischlich sind, sinnen auf das, was das Fleisches ist. Die aber geistlich sind, sinnen auf das, was das Geistes ist. Bei fleischlich gesinnt sein ist der Tod und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Fleischlich gesinnt sein kann man auch sagen ans Denken. Und wenn wir fleischlich denken, dann möchten wir, dass dort, was wir in unserem Denken vernehmen, ans Wählen und ans Handeln, dort geht, es hat immer mehr zu tun mit Vergänglichkeit. Fleischlich Denken hat immer mehr zu tun, das verjährt ein Tag.
Und er sagt, da wäre die fleischliche Sonne ist, die tickt ab dort, wo fleischlich ist. Und da wie sei, die tickt ab die Dinge, wenn sie verjänglich sind. Und wenn der dann sagt, warte hier, wann wir dem Jesus Gottes Hand, worum tickt wir ab Dinge, wo vergonnen. Sag, die Jahre, wenn er dem Jesus Gottes hat, die tickt ab Dinge, wo jäßlich sind. Und du hast die Unterscheid, die tickt ab Dinge, wenn du irgendwo in der Ewigkeit krank zu sein. Dann ist ein Ziel auf einmal eine Buhe, Kolosser 3. Trachtet nur dem, was Buhe ist. Und du hast einen ganzen Unterscheid. Und ich wünsche, dass wir als Christen, dass wir, die wir hier sind, dass uns trachtet eine Buhe gestalt ist. Sondern der Christ ist abgerufen, nur Jesu die Dinge zu trachten. Jeder einer, wer sich bekannt als Christ, der ist gerufen, nur Jesu die Dinge zu trachten. Lot ihn Fleisch doch, weil Jesus dort umtritt, getritt sie hat für dich. Fleischliche Sonne ist Feindschaft gegen Gott. Das wollen wir nicht. Wir wollen niemals Gott seine Feind sein. Und damit wir abhören mit so fleischlich zu denken, sondern jeslich zu denken. 7, Bad 8 merkt das noch einmal klar. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, weil sie dem Gesetz Gottes nicht untertan ist. Denn sie vermag das auch nicht. Die aber im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Wenn uns denkt, noch fleischlich ist, dann stehen wir immer im Kampf gegen Gott. Und wir kennen nicht dort die Saatshölle, das schafft gar nicht. Wir sind immer so, wo in der Saat ist, wo wir brechen. Und ich habe das Beispiel immer wieder gebraucht. Wenn wir den Kind einmal in Nähe sagt, dann wird uns nicht so leicht herrschen. Wenn wir entweder am Eich gehen oder nicht gerade checken, dann wird er doch noch einmal gehen und prüfen dort. Ich weiß gerade von unseren Kindern. Wenn die Mutter auf dem Ufer hat und sieht, dass wir heute gut und nicht haben, du drehst dich ein Meter weich, dann geht er doch ein Foto noch einmal an. Warum? Weil wir sind nicht fähig, dort die Saat zu unterordnen. Dort ist, wer uns Fleisch ist. Wir kennen nicht. Und wenn der uns den Müll merkt, in das neue Leben, wo wir bei leben, wann wir Jesus kennen, dann werden wir jäßlich denken. Und uns jäßlich denken soll eine Buhe recht sein. Was wird uns Jesus tun? Und dementsprechend will ich dann auch handeln mit meinem Leben. Wenn ich das weiß, dass Jesus hier nicht Schmähte oder Kucker käme, warum würde ich dann? Sie nicht neidisch. Wie man dann fangen, jäßlich zu denken, anders zu denken, nicht fleischlich. Ich weiß, bei uns, ich hatte ein Gespräch mit einem Bruder. Dann vertalte er mir, er hat mit einem anderen geredet, und der hat gesagt, das steht sogar in der Bibel. Der Schwache soll Gemüse essen. Und sagt dann, ich habe ganz voll erreicht, ich tue auf meine Blätter kommen. Weil das steht in der Bibel. Weil ich dort erst so fleischliche Dach ist, um Worte kann. Denkt mal jäßlich. Wie man den anderen denken kriegen. Und das haben wir nur dann, wenn wir dem Heiligen Jesus ans Rühren lassen. Möchten wir hier auf einmal, was er hier sagt? Ihr habt Christi Geist. Aber ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Das ist meine Frage und von der und uns alle. Kannst du das auch sagen? Du lebst nicht mehr in dem Fleisch, sondern Jesus hat mich frei gemacht. Und wenn du nicht im Tag weißt oder dem Toten weißt, das spielt keine Rolle. Ob ein Kind Gottes weiter, dass er mit Gott lebt und dass er wird sein, wenn Jesus wird wahrkommen. Nie sagt Paulus zu den Räumen, ich weiß, die leben nicht im Fleisch. Weil er kann diese Gemeinde da, er kann die Menschen da. Kannst du das auch sagen? Wenn nicht, dann der Gott, die von dir auch anbieten. Sag, komm, ich kann dir diese selbe Freiheit auch schenken. Du kannst frei werden. Und du kannst diese Vergebung in Christus auch kriegen. Ein Mensch, wer Christi Geist nicht in sich hat, der ist tot. Und er sagte, dein Jesus war tot, oder dein Fleisch. Der Leib war tot um der Sünde willen, der Geist aber das Leben. Du, wo ich du seid, der Opfer von Jesus Christus, wird mein Jesus ist mein Leben dich. Der starf du, wo Adam und Eva starben in den Garten Eden. Und wie wollte sie starben? Nicht körperlich. Und wie gesagt, wann die wurde davon eten, wo sie starben. Und die schlagen sie, no, das stimmt nicht. Die wurden nicht starben, die wurden sein, das ist Gott.
und dort will der Mensch. Wie will Gott sein und was der Gott? Ich habe dort Leute gesagt, Gott sagt, ich will ein Mensch werden für ihn. Und so ist uns denn ganz umgedreht und du wirst Chevy nicht für Gott bestohlen. Nun sage ich das, wann wir diesen Jesus einmal haben, wie das annehmen, du lebst das nie Kontakt war ab mit Gott. Du, ich muss, habe ich diesen Zugang in dem himmlischen Vater. Du kann ich diese Gemeinschaft mit ihm haben. Du kann ich am weltlichen Vater nennen, ich muss. Dann kann ich anfangen zu beten, unser Vater in den Himmel. Vorher nicht. Weil ich habe doch keinen Vater. Mein Vater ist der Teufel. Ich sehe von ihm weich, von Gott. Du, wo das Jesus in uns war, nennt, ich habe das Gebet, ich muss beten. Vers 12 und 13. Ich war Vers 11 und ich lese. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterbliche Leiber lebendig machen durch den Geist, der in euch wohnt. Noch einmal so ein Versprechen. Das Jesus, wenn er dasselbe Jesus, der hat Jesus mal abgeweicht von dem Tod. Und dasselbe Jesus hat er nur angegeben. Und das von diesem Versprechen, kriegt der Jesus, was mir in dir auch abweicht. Ist das nicht herrlich? Und wir haben dann Angst manchmal, wie kann ich das weiter, dass ich ein Kind Gottes sehe? Wie kann ich das weiter, dass ich wohl wirklich du sein? Das ist ganz einfach. Aber auch nicht so einfach, weil du findest die dann nicht. Aber Frau, die dir an, hast du Christi Geist. Erste Wort in die, was die verlangt nach diesem Gott. Wenn du das hast, was die verlangt nach diesem Gott, was die merkt im Bete, und was die merkt, mit Leute haben mit den anderen, dass die auch geraten werden, dann weißt du, der Jesus wohnt in dir. Und derselbe Jesus, der wird dich abwarten, der wird dich nur die Ewigkeit bringen, wo Gott ist. Weil der Jesus, dort ist gerade der Port, was wir mitnehmen. Das ist unser Untoling, all hier auf der Erde, das Siegel, wo das redet davon. 12 und 13. Dann sagt er, so sind wir nun Brüder, Schuldner, nicht im Fleisch, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Geschäfte des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Warum sagt er nicht auf einmal, wir sind doch noch eure Schuldner? Dass ihr sagt, seht, wann wir die Bände sind, und ihr sagt, wie Motte. Wir kennen nicht anders. Und ihr sagt er auf einmal, wenn wir Jesus annehmen, sind wir frei. Und hier sagt er, ihr seid Schuldner. Und ich denke, hier verlangt uns, Gott sagt, seid gehorsam. Wenn wir mit Gott leben, dann will Gott in uns auch gehorsam sein. Dass wir wirklich verarmt sind. Nicht, dass wir dann zwei Seiten gehen. Das sagt die Bibel uns, das schafft nicht. Keiner kann zwei Haare in deine. Wo wollt ihr, wie gut Gott dann hast zu uns? Er wollte, dass wir dort nicht mehr fähig sind, gehorsam zu sein. Dann gibt er uns dem Jesus. Und der Jesus wirkt in uns diesen Gehorsam. Und gerade in Gott ist dort, wir uns nie im Leben verstehen. Wer von uns, wo er dort belebe, hier auf der Erde, wenn ich in der Bank gehe in Kredit nehme, die Bank wird mir erst das Geld geben, dann kann ich dort nicht leihen, mir das dann zurücknehmen. Niemals haben wir gesund erlebt auf dieser Erde. Ich gehe in der Bank und sage, mir fehlen 50.000, dann sage ich jemand, Wachenbett, ich werde erst auf deine Konto leihen, dann kostet du zurücknehmen. Brauchst du dort nicht leihen. Dann kostet mir Urbeide. So der Gott hat mit uns. Er verlangt von uns Gehorsam. Aber er will wir kennen nicht, dann gibt er uns dem Heiligen Jesus erst, damit wir die Kraft haben, wieder kennen. Und du lässt uns echt noch einmal total aus. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Mich freut er, wie sagt mir Reimjörger für diesen Brief. Mensch will gnädig als Gott uns. Ich denke, wir verstehen immer so ein Bestie, aber das Bestie werden wir mitnehmen. Wenn ich nicht kann, dann schenkt Gott mir Worte, damit ich dort kann. Und das ist so eine Gnade, was wir haben in Arm. Wenn jemand im Fleisch lebt, sagt er, der schickt sich durch, dass er ewig verloren gehen will. Das fleischliche Leben bringt Tod. Vers 14. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Söhne Gottes. Ich denke, ich brauche keine Erklärung, Eva, nicht? Wenn wir in Jesus Gottes in uns haben, dann sagt er, der führt uns, der lädt uns.
und du an wirst du erkannt. Nur erst meine Frau, dann und eins von dir. Wer lehrt die? Was lehrt die motivieren? Was lehrt in deinem Leben die Mut machen? Wer ist das? Ist es dein Fleisch? Dein Eid? Oder ist es der Heilige Jesus, wenn er Gott an sie gegeben hat? In jedem einen geben will. Er sagt, ein Kind Gottes erkennst du da an, weil der Jesus, der führt an. Bist du geführt von dem Heiligen Jesus, dann weißt du auch so sicher, dass du ein Kind von ihm bist. Und ich wünsche, dass wir alle da können sagen, ich sehe einer, wenn er geleitet ist von dem Heiligen Jesus. Weil ich sehe in der Gemeinschaft mit dem Vorderbuhl, und ich habe unwürdig meine Gebete. Wenn ich bete, dann muss ich das Wort tun. Du dort das Wort. Und dann bist du einer, wenn er geleitet ist von dem Heiligen Geist. Vers 15. Sagt er, denn ich habe nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Das Geist, wenn wir haben von Gott getreten, das ist nicht der uns war der Binge Wort, das ist. Die dämonische Macht, der hat uns gebungen. Der Teufel hält uns fest, wir können nicht. Sagt er, nun soll ihr nicht mehr Angst haben. Das Geist, der ist nicht Binge. Sondern das Geist ist ganz was anderes. Er sagt, die Brücke ist nicht wahre Fechte, sondern ich habe den Geist von der Sohnschaft empfangen. Weißt du, was hier passiert hat in diesem Augenblick? Gott stellt mich in die mit Jesus Christus auch gleich. Er sagt, die haben den Geist der Sohnschaft empfangen. Gott sagt die auch zu mir, wenn wir zu einem Jahr sagen, dass Jesus Christus, du bist mein Kind. Jesus will sie sehen. Und er sagte, wie hat den Jesus von der Sohnschaft? Das meint, ich sehe nur die Brüder an Jesus. Das dauert nicht eine Freude. Und dann, ihr Schmutz, wie kriegt das sei, aber Vater. Du, Tavi, ich muss anfangen, werde ich das Gebet verstehen. Unser Vater in den Himmel. Was tut er heute wie am nicht? Ich denke so drei an Santa Cruz, da ich in einer Mission mithelfe. Und da wird sehr viel Menschen oder Quechua reden. Und die sehen immer, der Papa gleich sieht die Tatei, wenn ich reiße. Tatei, Tatei, Papito, Papito. Das haben wir auch nu. Und uns steht nicht so sehr beeindruckend, als wenn ein kleines Kind an uns kommt und das fährt uns an und sagt, Papi, Papi, kann ich? Da kann noch so sein, wie es sein will. Aber das wird uns beeindruckend, wenn ein nahtes Kind kommt und das sagt, Papi, kann ich? Und manchmal kann es sogar sein, was uns nicht so interessiert. Aber das hört wie auf das Kind. Nicht, dass wir am Wort Jo sagen. Aber das bewegt uns, wenn jemand kommt und uns sieht und sagt, Papi, kann ich? Oder wenn jemand kommt und sagt, Papi, ich habe die Läufe. Oder das Kind kommt und sagt, Papi, ich habe die Fehler. Das wird uns bewegen. Das Jesus, der dort selber in uns tanzen Gott. Dann kommen wir auf einmal in den Arm und sagen, himmlischer Vater, liebreicher Vater, allmächtiger Gott, wie erkennen auf einmal durch diesen Jesus. Und das hat mir so eine tiefe Freude, dass das Jesus für uns du ist, um uns anzustehen. Und dann sagt Paulus wieder, nicht bloß dort, sondern habe ich dir mal versagt, das Jesus selbst, ja, Zeugnis, unser Jesus, dass wir Kinder Gottes sind. Das sind die schönsten Momente im Leben, wo ich kein Kind beleben, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte diesen Jesus annehmen. Und er kennt Römer 7. Er weiß, dass ich sie nicht für Gott. Und er betet auf einmal. Und betet voller Tränen und ruft Jesus an. Sagt Jesus, ich möchte dein Kind sein. Vergib mir meine Sünden. Komm in mein Leben. Weißt du, wenn das Mensch dann absteht und ich frage, glaubst du das? Und der dann sich freundlich schickt und sagt, jo, ich feile das. In der Bibel sag ich mir das. Dort, was du gerne an uns passiert, das ist gerade hier. Der Jesus ist nicht getrocknet und der sagt ihm, du bist Jesus, sein Bruder. Du bist die Sohnschaft geworden. Du bist nicht mehr fremd in dieser Welt, gebunden und ihr die Diester macht. Sonne strahlen die Gesichter zu begegnen, dann sehe ich im Paradies. Ich komme mit dem Himmel nicht ohne Schwerstahle. Aus dieser Gleichlichkeit, da habe ich auch kein Beleben. Gott sei Dank dafür.
Vers 17, der uns noch einmal mit mir gesagt hat, sehr wie dann Tinger, dann sehr wie auch Urwe, nämlich Gott seine Urschaft, wie sein mit Urwe von Christus. Wenn wir einmal die Tint geworden sind, und wie heute, dass das bei uns auch bei ihr ganz normal ist, in Tint der Urwe. Da sind die Älteren vielleicht alt, die tragen vielleicht wohl nach einem Altenheim, oder einer von den Älteren stirbt. Dort wird der Bliebe dort, wenn die Älteren weiß, dass Urwe die Tinger. Das sind unsere Geschichte ganz normal. Auch wenn es verschieden ist. So ist das hier. Sagt er, wenn ihr diesen Jesus habt, dann seid ihr in die Urbe. Dort gibt es noch einmal so eine klare Sicherheit, wenn Jesus kommt, ich sehe ein Pott von ihm. Ich kann nicht mehr getrennt werden von ihm, wenn ich dort nicht will. Ich will wieder lesen, 18:30. Denn ich halte dafür, dass die Leiden dieser Zeit nicht wert sind der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn das ängstliche Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, ohne ihren Willen, sondern um dessen Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung frei werden wird von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und in Wehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst, seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn was einer sieht, wie hofft er das noch? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Aber die Herzen erforscht, der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bilde seines Sohnes mit der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und jetzt hat wieder der Paulus hier ein Kind Gottes, sagt er, der lebt ganz ab dieser Urschaft. Und dann schickt er nicht mehr drei. Er sagt, denn ich halte dafür, dass die Leiden dieser Zeit nicht wert sind der Herrlichkeit, die uns offenbar werden soll. Wenn wir doch begriffen, durch den Heiligen Jesus, sind eigentlich du einmal in der Ewigkeit mit Jesus Christus gleichgestellt. Sonst dort in Johannes sei das. Uns erst noch nicht erschienen, dort, wo wir wirklich sein wollen. Aber wenn ich den vor dem Bohr wurde, dann wollte ich so sein, als ich sie. Und dort der Paulus sagt: Ein Christ, der lebt ab seinem Urschaft an. Du, weil ich an. Lebe ich in dir dort von dir auch. Tja, wie du auch sagst, ich lebe ab dort aufgehört, wo für mich du ist. Dort nie Jerusalem. Verschneend, hier sagt er, die ganze Schöpfung, die wartet, die lebt in einer Vorahnung, kommen sei. Und wenn wir dann morgen auch in 1. Petrus 1, Vers 12, du sagst, Petrus, der Propheten im Alten Testament, die deuten auch von diesem Jesus vertalen. Und die wissen nicht, wann er soll passieren, was soll passieren, wer wird das sein. Und dann sagt der Petrus noch, weißt du was? Der Engel, der wachte du ab. Der Engel mochte du auch mal nennen, dass ich ein Wort habe Gott mit dem Mensch auf ihr Pferd. Wer wird das nochmal alle senden? Weil du sind eigentlich du Berne, wenn wir diesem Helden jetzt haben. Die ganze Himmelswelt, die lügt auf uns. Die wacht, was das mal wird frei gemerkt worden, alle Taubchen waren im neuen Jerusalem Berne sind mit ihm. Du sagst, dass diese ganze Schöpfung, die in der Lüre. Und weil die Schöpfung sagt, ohne Erweite, sind sie dann gekommen. Warum? Weil ich den Dürr gesündigt habe. All die Pläne, manchen Feu, ab den Acker, all die Speicher, was immer dort jäfft, du sind ein Dürr schuld an. Und das sagt die ganze Schöpfung, die bangt sich noch erlöst zu werden. Die weit,
dass es ein anderes Leben wird auf dieser Welt. In wie sind die Bären? Es dort ist schön, wie hier Gott uns heben wird. Er wird uns nur verabtalen. Er sagt, die Engel können nicht verstehen, was Wort wirklich sein. Die möchten du mal handtücken können, was Jesus mit seiner Gemeinde beirrt. Wo haben wir das fair? Du wirst sagen uns die Bibel auch, wann wie Gott seine Gebote unerdun sind. Sagt er, dann freuen sich die Engel im Himmel. Weil in der Lehre, du darfst Jesus immer wieder tun, was er dort beirrt. Wenn ein Sünder Buße tut, dann freut sich der Himmel. Und dort wisst uns, dass die ganze Schöpfung durch den Lüt einmal erlöst wurde. Das Fluch traf diese Welt ohne ihr Verdienst, kann man sagen, ohne ihr Welle. Vers 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und in Wehen liegt bis jetzt. Die ganze Schöpfung, also die Welt, ist geprägt von einer Sehnsucht und von einer Angst. Und wenn wir in der Welt sind, im Fleisch kommen, das war verglichen, dann leben wir kriegen das. Wir bangen uns nur Wort, wir bangen uns nur die Freiheit, aber du hast eine Angst. Aber wenn wir in diesem Jesus sind, dann habe ich nicht eine Angst, sondern dann bleibt das Säusen, diese Sehnsucht in uns, aber nicht eine Angst, sondern wir möchten, dass Jesus lieber von dir kommt aus Maria, wenn wir an uns denken. Aber wenn wir dann an die Menschen denken, wenn ich Jesus nicht kenne, dann muss wie sagen, Jesus wachleben nach dem Bett. Wir möchten nicht, dass einer von deinen Halt geht. Sondern wir möchten, dass die alle Tiere reut sind, wenn du aus Wahrheit kommst. Nie erst meine Frau Wahrheit an uns. Wenn du denkst, an Jesus wird Wahrheit kommen, hast du Angst? Ganz ehrlich zu dir selbst. Denkst du, sind da noch Dinge, wo du sagst, lieber nicht? Dann werden wir diesen Jesus ans Reden, Leute. Wenn du sagst, Papa, Papa, du sind Dinge, die ich noch niemals vertraut. Ich will dir das sagen. Ich kann Arasche tun, Dart. Ich kann vielleicht jemanden bestohlen. Oder ich kann vielleicht jemanden angebracht. Ich kann niemals so ruhig sagen, Papa, Jeff mir die Kraft, euer die Wahrheit haben. Und das Jesus, Jeff uns die Kraft, diesen Gehorsam zu tun. Wir brauchen diesen Gehorsam nicht an die eine Kraft, sondern wir brauchen Gott am Beten. Und er schenkt uns die Kraft durch diesen Jest. Das sage ich in Vers 53, sage ich, der Krieg, dadurch wir Christen, wir bangen uns nur das. Wir sehnen und seufzen uns nach Vollenden. Wir möchten dort fertig werden, dort zum Ziel kommen mit allem. Und dort ist was scheint in uns. Ein Christ lebt in der Erwartung Jesu Christi. Wachst du auch ab Jesus? Wie sind die Rat? Dort ist eine vollstunende Tatsache. Gott ist ans Radar. Und wie sage ich immer, wir können dort nicht weiter. Da muss eine Hoffnung sein. Wie muss eine Hoffnung leben? Und hier sagt er auch eine Hoffnung, wenn du die Säune kaufst, ist keine Hoffnung. Und ich sage das auch. Ich hoffe, dass ich den Himmel sehe. Aber Petrus sagt uns so klar, das ist nicht eine deutsche Hoffnung, das ist eine lebende. Und wenn es eine lebende Hoffnung ist, dann kann ich dahinter sagen, ich weiß. Weil eine deutsche Hoffnung ist, sind wohl bin ich auf Hoppe darüber. Wenn du irgendwas sitzt, warum musst du danach mit Hoppe? Sondern diese Hoffnung ist, sind wohl bin ich nicht sein. Und dort ist Krieg, einmal mit Jesus zu sein in der Ewigkeit. Und dort ist eine lebende Hoffnung, wenn wir uns motivieren, der durch den Heiligen Jesus, ich will ein Tag mit diesem Jesus top sein. Und ich will mit einem top sein. Vers 25 sagt er, wenn wir ab dort hupen, wo wir nicht sein, dann wach wieder ab in Geduld. Und das wird uns noch einmal so rüht, das Hupen, das Lüren und Hupen ist gekennzeichnet in Geduld. Christen sind nicht allgeduldige Menschen, sondern ein Christ wacht. Und ich las im Buch, ich hatte die Nummer für jeden. Meistens, wenn er Georg Miller ist, weil ich nicht näher sei, er hat 63 Jahre nach einem Monat gebetet, für einen Mann, dass er sich bekehren kann. Und er starb und das Mann hat sich nicht bekehrt. Aber er ist im Begrafnis, wie er bekehrt das Mann sich. Dort ist diese Hoffnung.
Das ist eine lebende Hoffnung. Meine Ehe darf dort nicht sein, aber ich weiß, dort wird sie sein. Und stellen wir uns mal vor, ein Christ ist ihr Teken und diese Hoffnung lebt. Auch wenn Gott nur die nächsten 500 Jahre nicht kommen wird, wenn das auch nicht so sieht, das können in den nächsten 5 Jahren sein. Aber meine Hoffnung wird nicht verlieren. Weil die Bibel sagt, und du hörst mich an, und das wird sie sein. Auch wenn meine Ehe dort nicht wird sein, aber ich werde du sein, wenn Jesus wahrkommt. Dort ist Hoffnung. Dann sagt der Vers 26 in 27, das Selje halbt auch der Jesus an seine Schwachheit ab, denn wir wissen nicht mal, was wir beten sollen, wer sich dort gehört. Denn der Jesus selbst steht für uns an, mit unaussprechlichen Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Die Vergänglichkeit, der hat Angst. Aber ein Christ, der hat nicht Angst. Warum nicht? Weil er kommt beten. Alles, was der vergänglich ist, der hat nur nicht von der Hölle an. Und dann möchten wir kriegen unser Fleisch. Ans Fleisch hat rein reich keine Hölle. Und wir verloten uns so ab ans Fleisch. Und wir werden mit Angst drin, weil wir hüllen uns am Fleisch. Hier sagt, die Vergänglichkeit hat Angst, aber ein Christ nicht. Warum nicht? Weil einem dort die Schanke ist, dass du auf Bede. In Wahrheit weit wie dort, wir kennen nicht mal. Denn der Gott Wahrheit ist eine große Geschenk. Jeft uns das Geld damit wieder kennen, dem Heiligen Jesus. Wenn wir ein bisschen neu gehen für unseren himmlischen Vater, wollt ihr dann als der Heilige Jesus zu be. Und der wird unsere Lappe dort lassen sein, was für Gott Geld ist. Viele Menschen sagen mir, ich kann nicht beten. Du kannst so schön beten, ich kann nicht. Ich sage, kannst du nicht mal sagen, Herr Jesus, ich habe die Läufe? Na ja, na warum betest du dann nicht? Das Gebet mag nicht 20 Wert haben, das mag nicht 30 Wert haben. Sondern wenn du sagst, Jesus, ich habe die Läufe, das ist eine Sache, die der Heilige Jesus uns rückzeigt. Dann werden wir doch beten. Und dort ist das Geschenk, was wir von Gott haben. Denn die Tür der Verjährlichkeit kann nicht. Die Bank, sagt die Bibel, aber die kann nicht. Ich und du sind so viel wert bei Gott, die sagt, ich kann. Ich kann allen Tag sagen, Papa, wie wacht du, was du warst? Anstatt dass die Schuhe abgeirrt, aber wie wacht ab die? Halt uns, geh mit uns, lass uns nicht allein. Wie vertraue ab die? All diese Dinge, die Natur kann nicht. Dann möchten wir noch einmal, wir sind wirklich sehr, sehr verwirrt in Gott. Aber das andere, was er sagt, er wird an seinem Hort erforschen und er weiß, was an sein ist. Nicht schreibe ich vielleicht ein bisschen Angst? Naja, nun schickt Gott mir im Hort. Und das ist auch biblisch, Gott schickt dir im Hort. Aber hier sagt er, Gott schickt nur dem Jesus, was in dir ist. Gott in dieser Jesus, da ist in der Dreieinigkeit. Wenn uns Fleisch und uns ganzes Wesen uns sogar wel verdammen, das sollten uns wel einbilden, dort halbt ihn nur später. Gott schickt nicht nur deine Stimme. Gott schickt nur dem Jesus, wenn er in uns wohnt. Nu. Und Gott sagt, ich weiß krank, was der Jesus will. Ich weiß, wie der Jesus denkt, weil der Jesus als Gott ist. Und dort darf uns nochmals in dir zu schenken, ab die Neues zu gehen. Warum habe ich denn Angst vor Beten? Warum werden wir uns verbeten? Gott sagt, mir die schöne Sache, ich will selbst reden noch für dich. Ich will selbst sagen, was du sagst, so ist für mich. Das ja für mich, ja, das so mit. Mal viel im Gebet, viel mehr im Gebet zu sein. Ich schäme mich dann, wenn ich Bete lese vom Mann Gottes, wenn er schreibt, ich habe morgens 2 Stunden Gebet. Nur mehr wie 3 Stunden im Gebet. Und danach kann ich nicht schlafen, dann habe ich ein paar Stunden Gebet. Und wir haben es manchmal nicht mehr als 5 Minuten. Weil wir wollten nicht, was wir Gott sagen. Haben wir mal versagt, wenn wir für eine Familie beten, dann sagen wir, ich bete von dir, Gott, für deine Familie, der zu dir. Rade uns. Sieh mit uns. Dann haben wir nicht gebetet. Wir wollten nicht mal, was wir sagen sollen. Aber haben wir mal da gedacht, wenn wir sagen, deine Familie, der zu dir, der Mann hat vielleicht Jakob. Herr Jesus, schick mal diesen Jakob. Du sitzt es, Jakob. Du kannst dem Derich und Derich. Ich kann ihm auch im Bett. Ich sage, was hier gestern deut.
als Antwort von der wahre Deut, Herr Jesus. Das tät mir weh, weil Jesus, du sitzt am Ock, halb diesen Jakob. Du kannst ihn nicht früh, das ist vielleicht nicht Gertrude. Herr Jesus, ich will Gertrude. Und dann wollen wir immer machen, wann wir unsere Familie da können, Nummer bei Nummer. Und wann wir dort abgeschrieben haben. Ah ja, diese Zeit wird vergonnen sein, wo wir machen, eineinhalb Stunden Aspirant. Und wir haben so eine schöne, deutsche Gemeinschaft gehabt mit Gott. Nicht, wenn wir das kennen. Der Jesus wird uns Müll merken, er wird zu Gott reden, dort wird Gott gefällt. Und ich wünsche dort anzumotivieren, dort ein deutsches Gebetsleben zu führen. Dann sage ich dir wieder, fast 28, dann tja, wie du mit nennen gehst, weil er wollte, dass der Jesus dort uns so vertreten, wie Gott das gefällt, wie weit über das Teil, wenn er Gott läuft, an alle Dinge zum Basen deine, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und hier ging mir von dir auch, war es ein Licht ab in mir selbst. Wenn ich das weiß, dass der Heilige Jesus dort für Gott bringt, wenn er für Gott gehaltig ist, dann kann ich auch die Dinge annehmen, was mir passiert. Weil der Heilige Jesus arbeitet mit mir. Auch wenn schwere Tide mit mir gehen. Dann kann ich weiter, Gott hat erst mit mir einen Prozess bin. Gott hat mit mir was fair. Der Heilige Jesus, der nicht mit Gott redet über Dinge. Auch wenn ich ein Accident gehabt habe, ich lebe im Krankenhaus, dann kann ich mal sein. Das ist alles verschleuert und toll. Gott redet zu dem Jesus und der Jesus redet drei. Und ich weiß, die sind mit mir übereingekommen, was sie wollen mit mir. Du möchtest noch besser diesen Gott erzählen. Du möchtest noch gerade frei, wo in diesen Jesus haben. Und wenn meine Arme ganz kaputt ist, verdreht alle, weiß ich dort, dass Jesus erst mit Kontakt mit Gott. Und der Jesus hat an mich zu verbessern, mich noch nur in den Arm zu bringen. Wenn wir dort einmal begriffen können, dann haben wir Dinge sehr vielleicht vor dem Leben. Dann würde der Wurms in unserem Leben rückkommen. Dann würden wir, denke ich, viel eher sagen, dein Wille geschehe. Und ich weiß, wie es meine Nieten sind, ganz voll Wurm geprammelt. Wir haben, wie Frau Wurm, und nachher Frau nochmal Wurm. Und wenn wir den Jesus wollen rümloten, dann wird das Wurm in uns verschwinden und wir wollen Gott dankbar sein. Dann sage ich dir falsch, nein, finde ich, in dartig, er hat uns ersäunen. Dort meint so viel, er hat uns auserwählt. Wir sind auserwählte Gottes, wenn wir am annehmen. Gott hat gekriegt die Welt, die Welt jedem einen. Aber wer dort annimmt, sagt er, der ist ausersehen. Der zweite, was er sagt, der ist verordnet. Dann sagt er, der ist berufen, der ist gerechtfertigt und der ist herrlich gemacht. Noch einmal finden wir hier so ein deutliches Schein Gottes Berne. Für die Weltschaffung auch wir, wir hätten du ausersehen. Gott wusste, das Morgen und diese Früh, denen dem Punkt, wo ich ein begegne und sie wollen mich annehmen kann. Und dir das Geschenk Gottes. Aber wie viele sind von dir hier? Oder wie viele waren das hier? Wo Gott sagt, ich warte. Du bist noch niemals gekommen. Offenbarung 23. Ich stehe für dich und ich klappe an. Wird jemand diese dir aufmerken? Diese dir hat bloß von Bern eine Klinge. Von Bitte erst dann nicht an. Du gehst anzuklappen, wenn ich aufgemerkt werde. Wird nichts passieren. Du sagst ja dann von Baron 320, und wann er aufmerkt, wo ich bei Arm nennen gehe, und ich wurde mal mit Arm hüllen heute mit mir. Dort bedient in mein Denken die Kreuzigung auf Golgatha. Gott wird uns vergeben durch seinen Sehen, Jesus Christus. Wir wurden dort sterben und Lieder mitbeleben, und wir wurden frei worden. Und dort ist Krieg, wo das hier uns rückseitet. Wir sind ausersehen. Ich will wieder lesen von Vers 31, was eng. Sag, was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Welcher auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist es, der da rechtfertigt. Wer will verdammen? Christus ist es, der gestorben ist, ja vielmehr,
der durch auferweckt ist, zu der Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Jeder letzte Engel, John Paulus, nennt, er sagt, Wort, weil wir hier dann nicht zu sein. Ist Gott für uns? Wer will dann jenen uns senden? Und ich denke, wie wollte das Ola? Gott ist für uns. Gott ist für mich und die. Das würde er nicht sehen und sehen, ob das ihr geschickt haben. Kein Mensch auf dieser Welt konnte mit reich sein, Gott liebt mich nicht. Gott ist für mich und Gott ist auch für die. Und dann kann ich den Dirk sagen, wer konnte jenen mich senden, wenn Gott für mich ist? Der Feind wird dort schreien. Aber hat er dort reicht an mich? Nee. Gott ist für mich. Wer kann denn je in mich sein? Bist du in diesem Gott bin? Lebst du mit diesem Gott? Dann kannst du dir doch gut sein. Ich lebe mit diesem Gott. Wer ist denn auch je in mich? Kann keiner. Matthäus 28, 18, denke ich. Mir ist gegeben, alle gewollt. In Himmel und auf Erden. Wer kann denn je in sein? Und das gibt uns einen deupen, einen scheinen Eindruck, glücklich zu sein in diesem Gott. Froh zu sein in Jesus Christus, weil er ist der Einzige, wenn er nichts durchnehmen wird. Und so sagt er auch von seiner Gemeinde in Matthäus. Er sagt, er will die Gemeinde bauen auf dem Stein, der Petrus, und wir Stein. Petrus mein Stein. Und der Eidstein ist Jesus Christus. Und sagt, der von der Hall, wo er dort nicht durchreitet. Und wie wir uns tun, nicht anzugehen. Weil wir haben Angst. Ich sage immer, wenn Jesus uns gesagt hat, du bitte ob deinen Hafen Lot ein Baum stehen, wenn die unter dem Baum sind, wird Erdbeben, Allware, Heul, alle Dinge, wird ihnen tun nicht passieren. Mit dem Baum wird wie immer sagen, wenn er drehen abkommt. Nun sagt er, der Heilige Geist, dem Tier empfangen, und die sind an mir. Und die wird nichts anbringen, du sagst wie nicht. Wir sind nicht reut, dem zu packen, mit am zu gehen. Er sagt dann falsch 32, er hat seinen einen Sehen gegeben. Er sagt, wenn Gott seinen einen Sehen nicht verschont hat, dem hat er Hand gegeben, soll er uns dann nicht alle Schenke in seinen Sehen? Ich verstehe das hier auf einmal so klar, dass dir geschenkt wird, wie wir in Jesus Christus. Jesus war ein Mensch. Er trug meine Schuld, nur Jesaja 53. Ich wieder, wo er hängen soll, Jesus hängt für mich. Und nun ist Jesus, hat mich nicht ein Bruder gemerkt und arm, zur Sohnschaft kommen sei. Was wird mir danach dran? Das darf nicht mehr. Er sagt, soll Gott dir dann nicht auch alles schenken? Klar wird er mir die ewige Erhaltung schenken. Er wird mir das neue Jerusalem schenken. Ich will immer mit am Top sein. Und dort darf dann so eine deutsche Freude. Vers 34, sagt er, wer will verdammen? Christus ist, wenn er gestorben ist, der ist auch abgestohlen, der ist der Rechte Gottes, wenn er uns vertreten wird. Das Urteil ist die Sprache. Wer will ihn noch verurteilen? Wie Jesus beirrt wird, dann betet er, und er sagt, nicht mein Wille, Vater. Dein Wille soll passieren. Und Gott sagt, ja. Das Urteil ist gesprochen. Und Jesus schrie ich, mein Gott, woran hast du mich verloren? Papa, Papa. Gott kann nicht mehr sein. Weil Gott hat kein kleines bisschen mit uns zu tun. Er kann nicht. Er ist ein heiliger Gott. Und er hat das ganze Gerecht am Nablei. Und hier sagt er, wer will uns nun noch gerechten?
schaff nicht. Wann wir in Jesus sind, kann uns keiner mehr rechten. Das Gericht, das Urteil ist gefallen. Und wie weit dort, wenn ein Rechter, wenn wir einmal mit seinem Rechthüß warst, er regiert hat, wenn der einmal den Hummer geschlagen hat, dann darf er nicht mehr in drei Weile. Der wird dann nicht noch sagen, entschuldige mich, warum wird, du wirst noch was sagen. So wie es hier auch. Das Urteil ist gefallen. Jesus, du bist schuldig für die ganze Welt. Für all die, die hier von dir sitzen, für all die, die noch mal hier waren, Jesus hat das betont. Dort darf dann nach um seine Däupe befreit werden, zu verstehen. Wir können keiner mehr verurteilen. Ich sehe in Christus und ich sehe frei. Ich lebe mit ihm. Dann geht er wieder, falsch 35. Sei Wort, weil uns eine Träne von diesem Leben. Dann riecht er hier Dinge ab. Trübsal, Angst oder all diese Dinge. Oder Verfolgung, Hunger, oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert. Wenn diese drei Einigkeiten ans Banner ist, du darfst keine Trennung mehr von der Leib. Wer soll das? Eine Trennung geben, wenn Gott sagt, ich wohne in dir. Das geht gar nicht, die Trennung. Und wenn er mit dem Jesus hat und dort mich auf Leben gegeben hat, er konnte den Jesus nicht von mir wegnehmen, weil er erst mein Leben war dort. Und ich habe Juhi gesagt, der Arm. Und das Jesus ist ein Port von Arm. Er kann nicht mehr getrennt werden von Arm. Und dort sagt uns der Krieg, alles, was nicht kommen wird auf uns, die düstere Macht von dieser Welt, die wurde uns prüfen, dort zu schieben, die wurde uns prüfen, auszulassen, die wurde uns prüfen, zu verbrennen. Das sagt, wir sind die achte Schubs, wenn wir dort im Schlacht geführt sind. Nicht, sagen wir die acht. Aber das darf uns keine Angst. Weil die Dreieinigkeit Gottes ist in mir. Das geht nicht mehr zu trennen. Wenn ich diesem Jesus bekenne und für ihn lebe, mich trennt er nicht mehr. Dann sagt er, wenn wir du und denken, aber in Vers 37, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Jesus Christus. Ans Gott, der hat uns so ein Leben gehabt, dass wir diese Probleme, die nun noch kommen auf uns, du denkst, wir bloß weit über. Dort ist nichts, jenes, was auf meine Lüre geht. Ich sehe ihn auf. Ich sehe ihn Bruder von diesem Jesus. Diese Sohnschaft, sagt er, ich sehe im Port von der Familie Gottes. Und dort darf meine Däupe freien, du hante schicke. Wort wo ich mir dann trischreiche Leute von Problemen. Wie heute dort in der anderen Klasse, da ans Ziel ist, ans Weich ist vielleicht, so ist ein Bosch und wie gohne der ich in engen Weich der ich. Wenn wir uns immer wieder wo er andrehen für jeder Specker, wo er hört, dann verbiest er wie. Und dort so Paulus hier sagt, diese enge Gemeinschaft, die Dreieinigkeit Gottes in uns, der lässt uns gar nicht trittchen nur diese kleinen Punkte, sondern der bringt uns zum Ziel. Wenn wir dann tun, denken, wo anders wieder denken, in hier ab seine Früh. Da sagt er, sei die auch von Gott. Sei die los von Gott und sterb mal. Sie dachte, dann würde mal ewig sein mit seinen Liedern. Und hier ab sagt, habe ich all das Geld nicht von Gott getragen, so wie ich das Beschlachtung annehme? Das war das hier meint. Wie ihr Chicke dort schlachtet, wie weit der Gölde erst für uns reut. Diese Dreieinigkeit wohnt in uns. Uns kann nicht mehr in den Einrichten. Hier habt ihr klar verstanden, was wir haben ein. Weil alles ist, wie sie da, der Herr hat es gegeben und der Herr hat es genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Hat er Gott priesen für dort, weil er wisst, dass geht nicht mehr zu Tränen, was in mir ist. Ich hilf mir an diesem Gott fast. Und das ist keine Enttäuschung. Ich war nicht zu schauen worden. Der letzte Vers, 38, 39, da sagt Paulus, ich sehe mich ganz gewiss. Nicht der Tod, nicht Leben, nicht der Engel, nicht Fürstentümer, ich kann sagen, nicht die teuflische Macht, nicht Gewalt, nicht dort, was neu ist, nicht dort, was noch kommen wird, nicht dort, was der Hüut ist, nicht dort, was der Däub ist, nicht mal eine andere Kreatur, die kann uns nicht scheiden von Gott seine Leib, der in Christus Jesus ist, ans Herrn. Und dort soll uns noch einmal ein freundliches Gesicht geben. Wenn wir noch einmal bitte einfach nur denken, wenn Paulus sagt, ich sehe mir sicher, nicht dort, nicht dort leben, nicht mal der Engel, nicht ein Fürstentümer,
Wat er eet in je wereld. Niet dat wat nu is. Niet dat wat er kämpft. Niet dat wat boer ons is. Niet dat wat unja ons is. Nicht. Sondern ons erwartet een nieuwe Himmel en een nieuwe Erde, sagt er. En du sehr wie verbunden met Gott. Diese Dreieinigkeit, dies Jesus, lad mich dort immer weiter beten, diese Gemeinschaft mit Gott dort zu sein. Ich will noch zum Schluss Töpfote und drei Punkte, was wir hier bei der Sonne kennen. Gott spricht uns frei. Du wen kann uns keiner mehr verdammen. Wenn Gott die freie Sprache hat und Gott hier von dir stund besiedelt. Und er sagt, das Bruder sagt, das ist frei. Der hat keine Schuld. Wer von uns wird sich wehren? Dann zu Gottes Seite haft doch. China. Wie würde alle Leute dort erst so? Und so ist das. Gott hat uns freie Sprache, wenn wir dort annehmen in Jesus. Wer will uns danach verdammen? China. Jeff nicht. Weil er allmächtig ist. Der zweite Punkt. Gott ist für uns. Und wenn kann ich auch sagen, ich sehe mir sicher, dass ich nicht unja gehe. Wenn mir mal jemand die Frau stellt, wie ich am Anfang im Glauben war, wie weißt du, dass du gerad bist? Du weißt gar nicht, ob du warst Gott treu bleibst. Du weißt gar nicht, ob du nicht nach einer Sünde warst und du warst dich vielleicht nach Gott aussehen. Ich sage, krieg das. Gott ist hier für mich. Wenn Gott für mich ist, dann wird er nicht passieren. Ich will nicht ungegangen, weil Gott ist für mich. Und dort ist gerade hier auch Berne. Der dritte Punkt ist, Jesus Christus ist abgestorben. Und da ich dort abgestorben, da ich all diese Weide, all diese Probleme dort übertraf, dort weit, sagt Paulus. In all dem überwinden wir weit, weit übertraf dort. Weil ich weit denselben Jesus, der herrscht in mir. Meine Frau ist nun zum Schluss. Hat Gott die Frieden gemacht? Wenn nicht, hei wer. Hast du diesen Jesus in die Beine, dass du weißt, du warst auch durch diesen Jesus abgestorben? Wenn nicht, Gott will dir dem schenken. Und dann kannst du sagen, ich war nicht untergegangen, weil Christus ist für mich. Wer kann denn je in mir sein? Und er sagt, ich habe alle Gewalt im Himmel und auf der Erde.